Capital Bra Pizza, Trainingsvlog, Erikas Eck, Schnitzel, alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal wieder ins Training, aber vorher, es ist gerade Mittagspause, vorher gönnen wir uns die Gangsterella-Pizza von Capital Bra. Ja, Bra! Keine Ahnung, was das Ding hier kann. Ich habe das irgendwann mal bei Rewe gesehen und dachte mir, ach komm, probieren wir einfach mal aus. Es ist also eine Gangsterella-Pizza, Gemüsemix, Hanfsoße und Creme Fraiche. Team Capi Grillgemüse. Special Edition, vegetarisch. Belelelelegt, steht hier übrigens wirklich. Mit extra viel Paprika, Spinat, Zucchini, ich hasse Zucchini, ja moin. Kirschtomaten, Mozzarella, macht einen auf crunchy, ist innen aber, steht hier übrigens auch wirklich, Baba Soft. Baba Soft. Hanfsoße featuring Creme Fresh. Fresh. Digga, bra, mach die Pizza. Warum macht man das? So ballert die Pizza. Heiz deinem Ofen ein. Bra, nicht vergessen. Eiskalte Pizza, 10 bis 12 Minuten backen, dann gib dir Bra. Die Special Edition Pizza vom Bra höchstpersönlich. Wichtig ist übrigens, dass ihr das R rollt. Kreiert für das einzig wahre Team Capi. Hashtag Team Capi. Und alle, die sich richtig krass gönnen wollen, Berlin lebt. Bra, folgt der Nummer 1. Gangsterella Official. Was ist Gangsterella? Gibt's es? Ist das irgendwie so ein Ding? Auf keinen Fall, nein! Die Pizza hat auf jeden Fall, tschüss, was? Die hat 1200 Kalorien. What the fuck? Wie kann das denn sein? Ich glaube, so eine normale Salami-Pizza von Dr. Oetker hat 900, oder? 50 Gramm Fett, 146 Gramm Kohlenhydrate, 45 Gramm Eiweiß. Ja, moin! So, die wird es jetzt geben. Und dann gucken wir uns mal an, wie die aussieht und was es da für ein Fazit gibt, ne? Also, lass mal reinschmeißen hier. Gib dir Bra! Und so sieht das Stück jetzt aus, nachdem es 12 Minuten lang im Ofen war. Es riecht wie eine normale Gemüsepizza, würde ich sagen. Und wir gucken jetzt noch ganz kurz, wie das Ding hier schmeckt. Und dann geht's auch los ins Gym, würde ich sagen. Bevor ich mir jetzt den übelsten Pizza-Burn hole und nichts vom Rest der Pizza schmecke, warte ich am besten noch einen kurzen Moment ab. Also generell habe ich nichts gegen Gemüsepizza. Kennt ihr so jetzt Leute, die jetzt so einen unangebrachten Fleischesserspruch bringen würden? Also an sich habe ich nichts gegen Gemüsepizza. Solange Fleisch drauf ist. Döner frisst man mit Fleisch. Bruh. Nee, also keine Ahnung, ich habe da grundsätzlich nichts gegen. Die sieht auch lecker aus. Die wiegt einfach 540 Gramm. Ich glaube, so eine normale Dr. Oetker wiegt 320. Also das erklärt auch, warum sie 1200 Kalorien hat. Creme Fraiche ist auch immer eine gute Sache. Schön fett, schön Geschmacksträger. Hanfsamen, Hanfsoße. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Generell, lass uns mal gucken, ob das Ding jetzt hier essbar ist. Lol. Ich sag, ich warte, ehe ich mir die Fresse verbrenne. 10 Sekunden später, ich beiß trotzdem rein. Ja, moin. Schmeckt gut. Schmeckt ehrlich gut. Ja, Mann. Ja, rollen geht nicht mit vollem Mund. Aber ohne Witz, schmeckt richtig geil. Also, ich gönne mir jetzt die Pizza hier. Ja, ich spreche mit vollem Mund. Und dann geht's ab ins Gym. Jo, wir sind jetzt gleich in Hamburg Babel angekommen. Ich hoffe, man versteht mich hier wegen des Windes. Ja, Training in Zypern war ja nicht optimal. Ich bin nur dreimal trainieren gewesen, hatte da noch ein bisschen Probleme mit dem unteren Rücken. Aber jetzt bin ich zurück. Unterrücken ist noch nicht ganz wieder bei 100%, aber ich habe schon wieder einmal trainiert. Da gab es einen Beuge-PR für mich, den zeige ich euch gleich mal im Hochformat. Beziehungsweise zeige ich euch den jetzt kurz. Das waren 162,5 für 3
Und auf dem Insanity hatte ich 160 für eine Wiederholung letztes Jahr im Oktober. Also ich denke, irgendwas ist da auf jeden Fall gegangen, krafttechnisch. Heute steht Bank an. Ein schwerer Dreier. Ja, ich denke mal so 105, 107,5 vielleicht. Wollen wir mal gucken, was geht. Und was sonst noch so geht, werdet ihr dann sehen. Und nach dem Training geht es dann noch in einer Hamburger Institution essen. Wird niemand geringeren als Jochen. Da war ich wohl ein bisschen zu gierig, möchte man meinen. Ich hatte ja in der ersten Woche vom Kraftblock 100 dreimal gedrückt und dann die 10 Tage jetzt auf Zypern war Bankdrücken irgendwie scheiße, weil die Bank scheiße war. Excuses und so. Und heute dachte ich mir, oh ja, 110 müssten gehen. Ging offensichtlich nicht. 105 danach musste ich irgendwie noch fürs Ego dreimal machen, wodurch jetzt das Backoff auch eben zu schwer war mit 100, was ich 5-mal drücken wollte, was auch schon völlig absurd war. Aber naja. Jetzt machen wir noch zwei Sätze Backoff und dann geht's an die pausierten Beugen. Jo, Training ist jetzt durch. Ich würde sagen, wir sagen gleich noch was zu. Ihmchen hier und meine Wenigkeit, wir fahren jetzt zu Erikas Eck. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon erzählt habe oder nicht. Na, ich habe auf jeden Fall von der Hamburger Institution gesprochen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und da düsen wir jetzt hin, gönnen uns ein richtig geiles Schnitzel und dann ziehen wir mal so ein kurzes Fazit zum heutigen Training. Schmeckt. So, das war, oh Gott, Kamera macht, was sie will. Kamera macht immer noch, was sie will.
Das war das Schnitzel bei Erikas Eck. Witziger Funfact über den Laden irgendwie. Warme Küche ist von 17 bis 14 Uhr oder so. Und habt ihr auf dem Schild gesehen. Also man kann da quasi gefühlt immer hingehen. Außer von 14 bis 17, da wird er sauber gemacht. Ansonsten kannst du da immer hin. Ist halt auch witzig, weil da trifft man, keine Ahnung, Polizisten, Leute hier vom Fleischgroßmarkt, irgendwelche Leute, die feiern waren. Also es ist richtig witzig dort. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, Schanze, Erikas Eck, beste Leben. Ja, zum Training. Das war okay. Das mit der Bank, dass ich da so gierig war, hat mich ein bisschen abgefuckt. Aber danach lief eigentlich alles gut. Jetzt haben wir nächste Woche noch eine Woche Kraftblock. Dann ist eine Woche Deload. Und dann müssen wir gucken, was im Peaking geht. Ne? Und ja, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Ganze hier. Machen wir uns auf den Weg nach Hause und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.